Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption. Wir sind immer noch in Mexiko und haben in der letzten Folge den Landon, heißt er glaube ich, Landon Rickett, glaube ich, kennengelernt. Zu dem möchte ich jetzt auch gleich rüber wieder und gucken, ob wir ihm irgendwie weiterhelfen können oder ob er uns nochmal helfen kann. Schließlich hat er unser Deadeye verbessert. Wer redet denn jetzt hier schon wieder? Ich verstehe das nicht. Ihr braucht gar nicht erst anfangen. Ich verstehe euch einfach nicht. So, dann binden wir hier mal unser Pferdchen an, das auch noch einen Namen braucht. So. Ich glaube, ich gucke mal kurz auf die Karte. Wenn es speichert, kann ich natürlich nicht auf die Karte gucken. Dieses Pferd ist jetzt dein treues Ross. Cool. Wo wird denn, was ist denn jetzt los? Ich mische mich da gar nicht erst ein, sonst werde ich wieder gesucht. Wie heißt denn? Landon, genau. Landon Ricketts, genau. So. Anscheinend hält er sich im Saloon auf und dann wollen wir ihm noch mal einen Besuch abstatten. Ich hoffe, das ist jetzt um diese Uhrzeit möglich. Schauen wir mal. Ja, es ist möglich. Landon Ricketts reitet wieder. Das klingt doch positiv. Muy interesante. Gracias, amigos. Mr. Marston, how the devil are you? I'm fine. How are you, Mr. Ricketts? I'm good. I'm glad you're here, because these men were just telling me about Mr. Escuela. Javier Escuela? Emilio, let me ask you something. His nombre is Javier, Señor Escuela, is Javier, to see? No sé, señor. He doesn't know. I got that bit. Ask him, was he about 5'8"? Mustache? Did he have an American in tow? A big American? Emilio, estaba con, grande americano? Yo no sé. No. Again, I got that. But they do have his sister. Emilio's, I mean. She's a fine young woman. A teacher. A human being. Not the clothed vermin so many people seem to have turned into. Tell him I'm sorry. When a man's family is involved, you need a little more enthusiasm than mere apologies. I have enough worries, sir. This man's problems pain me, but they're not quite my own. Those who sit on the fence make a choice in their own way. Don't you think, Mr. Marston? Of course. And what about you, Ricketts? A man living in the past? Man who ran away from home? What choice did you make? I'll tell you what choice I made. I'm a fighter, sir, and I'll fight to the end. I think we should get going. Wir scheinen ihn irgendwie wieder das Feuer zum Lodern zu bringen. You can take the train with me or ride yourself. Makes no odds to me. Ach, wir sind noch nie im Zug gefahren. Das haben wir echt noch nie gemacht. Also bis auf zu Beginn, aber das war ja vorprogrammiert. Und wenn der Zug sich schon so nett auf bemerkbar gemacht hat, dann machen wir das auch. Really? That perhaps you're more in need of my help than I thought. Is that so? The some recent encounters with this Bill Williamson fella haven't gone exactly in your favor. Funny how everyone seems to know my business, but nothing about the men I'm looking for. It isn't easy getting the locals to talk. Ja, ist echt der Wahnsinn, wir echt alle irgendwie was über uns wissen. John spricht mir echt oft aus der Seele. Fragen, die auch stellt, oder Feststellungen. Setze dich hin. Wow, ob wir das hinbekommen, ich bin mir nicht sicher. Das wird wohl die schwierigste Mission ever. Zumal er es selber macht. It's the only way to travel, so they keep telling me. We'll get off at Casa Madrugada and ride from there. Na dann fahren wir mal zu. Wird doch mal Zeit. Nö, nicht zum Zielort springen, das müssen wir nicht. Ich muss hier gegen den Zug anreden. Ja, das sind wir. Eine Zugfahrt, die ist lustig, eine Zugfahrt, die ist schön. Ja, da können wir mal richtig fleißig aus dem Fenster da raus sehen. Sehen Pumas, sehen Kaninchen, sehen Pferde, die rennen hin und her. Doch ein armes, altes Pferd, ja, das kann schon gar nicht mehr.
Es ritt den ganzen Morgen, den ganzen Nachmittag und den Abend. Am Abend? Und die ganze Nacht. Dass es überhaupt so lang reichen kann, das hätte niemand gedacht. Doch jetzt ist es angekommen und es hechelt auch ganz laut, während es hoch zum Himmel schaut. Irgendwie müssen wir ja diese Zugfahrt füllen. Ich dachte ja jetzt, dass die zwei sich wenigstens irgendwie unterhalten. Aber ey, cool, hier kann ich es bewegen. Oh, jetzt können wir vorne reingucken. Haben sie uns erlaubt, reinzugucken. Jetzt haben wir uns draußen rangehangen. Denn wir wollen die Glocke da rechts betätigen. Dong, 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 dong. Jetzt gucken wir wieder raus. Und wie sie sehen, sehen sie nichts. Ich muss mehr Kohle reinhauen. Umso schneller werden wir. Ich arbeite, bin fleißig. Ich gebe mir größte Mühe. Und ich muss aufgrund der Stimme, tut mir leid, husten. Verzeihung. Das Licht flackert da aber vorne ganz schön. Sind wir gleich da? 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 Und wer raucht denn da? Mann, 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 Mann. Das müssen aber mehrere Zigaretten auf einmal sein. Oh, eine Tunnel. Nee, so ging die Mühle jetzt nicht. Wir fahren durch den Tunnel, darüber freue ich mich jetzt einfach. Jetzt gucken wir noch hinten raus. Sind wir nicht gerade durch den Tunnel gefahren? Ja, sind wir. Wir haben nichts mitbekommen. Jetzt ist es mir wieder eingefallen, aber jetzt sehe ich es nicht. Beim nächsten Mal. Der Tunnel ist schließlich vorbei. Ich hab mich da so. Ja, weil diese Arbeit ist so schwer hier vorne. Immer wenn ich anfange, schalt mal weg. Ist alles so schön dunkel, ist der Wahnsinn einfach. Ah, bitte die Glocke. Dong, 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 dong. Schön. Sehr, sehr schön. Und das verstehen die jetzt unter Landon Ricketts reitet wieder. Er reitet einen Zug. Aber wir sind angekommen anscheinend. Jetzt die Reise, jetzt zum Zielort springen. Der steigt schon mal aus. Die sind schon mal vorgeritten. Wer hat die da hingebracht? Wir waren's nicht. Und neben mir saß auch niemand. Also sag mir, wer hat die Pferde hierher gebracht? Alright, let's head to El Matadero and see what they know about Luisa. We need to find a man called Carlos. I was told he could help us. We'll ask around when we get there. But we don't want to draw attention. See if you can keep your gun holstered for once. You're the hero around here, Mr. Ricketts. Not me. What does the army want with this Luisa girl anyway? She's a rebel, and apparently close to their leader, Reyes. She's a pretty young thing. That's normally reason enough for Allende. So I've heard. She's a good woman, a teacher. If they lay a finger on her, I swear I'll feed those bastards their balls. Hey, Matadero. Here we are. Looks kind of sleepy, don't it? Naja, es könnte daran liegen, dass wir in der Nacht ankommen. All right, let's find this Carlos guy. Ich spinne mein Pferd an. So gehört sich das. Hallo? Niemand zu Hause? Carlos. Sí. We're here for Luisa. She's still being held up in the caves? Yes. She's still up there. Who's the cowboy? We're here to help. Muy bien. I can distract the guards.
You and the gringo can get inside. Let's do it. Yeah. Dem Fleisch auf unserer Seite. The rest I will leave to you. Hope you're ready for this. Wenn wir den Fleisch auf unserer Seite haben, kann gar nichts mehr passieren. Bin ich sehr zuversichtlich. Hinter seinem Haus also. Interessant. Was ist denn da so laut? Okay, aber meine Waffe kann ich ja schon mal ziehen. Also auswählen jedenfalls. Die sehen uns nicht. Nein, 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 ist ja dunkel. Und sie sind verschlafen. So, richtig schön geil ran. Er versteckt sich da. Jo, oh, was für ein wunderschöner Tag. Hier kann man doch einfach mal spazieren gehen. Ach, guck mal, da stehen doch zwei Typen. Zu denen kann ich doch mal rübergehen, mit denen reden. Vielleicht können die mir irgendwelche Auskünfte geben, was man hier alles so in dem Canyon erleben kann. Hey, hola. ¿Qué tal? ¿Qué quieres? No puedes estar aquí. Hace calor hoy. Bien bochornoso, ¿verdad? No lo voy a decir otra vez. No puedes estar aquí. Oye, soy yo, Carlos. Pues trabajo en el matadero. No me importa quién eres. Esta es una zona militar prohibida. Vete a casa. Me gustan sus botas. Muy bonitas. Mi hermana tiene las mismas. Pinche campesino de mierda. Te voy a colgar al lado de tu cerdo. De cumpleaños, mi amor. ¡Váyanse al infierno, traidores! That's our cue. Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat. Null. Nada. Der hat nicht verstanden. Nee, ich lauf hier rum. Dass Ricketts sich ja zu Luisas Zelle. Hätten wir da nicht die zwei da vorne auch einfach abschießen können? Oh. Luis is coming with us. Ach sorry, der hätte mal kein Ablenkungsmanöver gebraucht. Nachladen. Nachladen. Verdammt, in Deckung gehen. Jetzt eng. Nimm mal die Schrotflinte mal wieder. Die setzt sich viel zu wenig ein. Der macht das ja schon. Naja, ich soll ja auch nur für seine Sicherheit sorgen. Dafür lohnt sich die Schrotflinte. So, jetzt verstecken wir uns aber mal kurz und nehmen jetzt den Revolver. Es sind immer mehr von denen unterwegs. Ich sehe es doch schon auf der Karte. Und wo kommen die denn? Von da unten, wa? Jetzt ist aber mal gut hier. Boah, ich bin gerade einfach zu blöd. So, nachladen kurz. Ah, mal aus der Nähe. Get behind the table. I'm gonna blow it. Gott, ich kam gerade irgendwie überhaupt nicht klar, so wirklich. Hast du auch da drin Bescheid gegeben? Stand back, damn it. Here goes. Puff, und nur die Tür ist weg. Tada! Come on, boy! Poor girl's barely alive. Na, dann müssen wir uns das schnell hier rausholen. Right, let's see if we can all get out of here in one piece.
wieder aus der Nähe. Die kommen uns ziemlich nah. Die sind voll auf Kuschelkurs. Den Hammer. Einer fehlt noch. Ich dachte, da könnte man sehen. Da ist er ja. So. Wie weit zurück sind denn die? Komm schon, beeil dich. Ich lade mal derweil nach, bis der kommt. So, das sind die Pferde. Ja, ja, ich warte ja schon. Ich wollte nur schon mal hier draußen die Lage checken. Looks like Carlos left us some horses. Come on. Steig auf ein Pferd. Das hier. Wieder ein neues Pferd. Die sieht ehrlich gesagt eigentlich nur tot aus. Nicht nur halb tot, die ist tot. Let's go before any more of them show up. Jo, ich reite vor. Das wird jetzt ein bisschen tricky, glaube ich, alles. Jetzt müssen wir uns echt konzentrieren. Verdammt, ich glaube, das hat nicht funktioniert. Doch, wir haben ihn jedenfalls getroffen, er lebt aber noch. So, jetzt haben wir ihn aber. Nachladen. Ach, da. Schön, wie er uns einfach mal seinen Rücken zeigt. Ja, ich habe aus Versehen zweimal auf R1 gedrückt. Ich weiß, einmal hätte wahrscheinlich gereicht. Die Entfernung macht sich die Winchester vielleicht besser. So, die zwei haben wir auch. Oh, ich liebe das verbesserte Dead Eye. Das ist mir deutlich lieber. So, jetzt warten wir mal ein bisschen. Wo wird denn jetzt noch geschossen? Ganz ruhig, Pferdchen. Ganz ruhig. Da hinten. Haben wir den? Jetzt haben wir ihn. Wir müssen uns so ganz langsam bewegen, damit ich in Ruhe zielen kann. Die bleiben anscheinend auch zum Glück hinter uns. Es tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen ruhiger bin. Aber wie gesagt, ich versuche mich zu konzentrieren. Oh, guck mal, lecker Eintopf. Vielleicht haben sie ihn erwischt, man weiß es nicht. Wer weiß, was in dem Eintopf drin ist. Okay, wir warten auf Carlos. There he is. Talk about cutting it fine. Na sag mal, von wo kommst du denn her? Luisa, gracias a Dios. Ich dachte jetzt schon Hinterhalt oder so. Thank you for saving me. You're a good man. Friends of the people of this land. Was someone named Harvey Esquela one of the men holding you? No. I don't know. I don't think so. But I remember that name from prison. Bad people spoke of him. I told you Johnny's still in Mexico. Okay, then. I guess we'll keep looking. Yep. Jetzt ist sie nur noch vierteltot. Sie kann aufrecht im Pferd stehen. Auf dem Pferd stehen. Auf dem Pferd sitzen. Oh Gott. Ruhm plus 75. Ehre plus 50. Lecker Eintopf. So. Oh, ich dachte jetzt, das geht in Nahaufnahme, weil er sich wirklich was nimmt. Aber die Kameraeinstellung ist einfach nur so. Kriegt man das so ein schönes Bild? Also hinten sehen wir noch den Mond. John Marston in Nahaufnahme. Da können wir mal ganz genau gucken, ob er seine Haut auch wirklich gut pflegt. Irish hat uns ja als hässlich bezeichnet. Sind doch aber nur unsere Narben.
Es zeigt, was wir erlebt haben. Ansonsten Pickel scheinen wir keine zu haben. Ein bisschen Falten, aber natürlich ein bisschen Sorgenfalten, Stressfalten. Das ist nach all diesen Geschehnissen, die wir erlebt haben, irgendwie verständlich. Aber ansonsten, finde ich, sind wir ein schmuckes Kerlchen. Auf jeden Fall war es das mit dieser Folge. Bedanke mich und bis zum nächsten Mal.